Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Barlog. Werkstoffe und Lösungen aus Kunststoff. Und Arburg für effizientes Spritzgießen. Herzlich willkommen zu den Plast-TV-News. Wir berichten über Aktuelles aus der Kunststoffindustrie. Mein Name ist Guido Marschall. Herausragendes erstes Halbjahr 2017 für die Kunststoffbranche. Laut dem Branchendienst KI Kunststoffinformation präsentiert sich die deutsche Kunststoffbranche aktuell in blendender Verfassung. Die hohen Erwartungen vom Jahresbeginn an das zurückliegende erste Halbjahr wurden nochmals übertroffen. Dank der guten Entwicklung bei Export, Investitionen und Beschäftigung ist auch der Ausblick auf die kommenden 6 Monate überwiegend optimistisch. China Plus bricht Rekorde. Der Messeveranstalter AdSale gab nun die offiziellen Zahlen zur diesjährigen China Plus bekannt. Demnach brach die Messe in diesem Jahr Rekorde. So konnten die Chinesen die mit rund 155.000 Menschen bisher höchste Besucherrate aus 154 Ländern melden. Erstmals wurden rund 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt und an über 3.400 Aussteller vermietet. Im kommenden Jahr wird die China Plus im neuen National Exhibition and Convention Center in Shanghai stattfinden. Die China Plus ist die zweitgrößte Kunststofffachmesse der Welt. Besondere Qualifizierung eröffnet Chancen. Das SKZ wird ab September gemeinsam mit der IHK Würzburg-Schweinfurt einen neuen Praxislehrgang zum geprüften Industrietechniker in der Fachrichtung Additive Fertigung anbieten. Die bundesweit einzigartige Aufstiegsfortbildung soll besonders die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der additiven Fertigungsverfahren fördern. Erfolgreiche Messepremiere in der PU-Industrie. Ende Juni informierten sich Branchenexperten auf der PSE Europe über neue Anwendungen und Trends im PU-Bereich. Die erste internationale Fachmesse für Polyurethanverarbeitung, die im MOC in München stattfand, übertraf die Erwartungen der Veranstalter mit rund 1.000 Fachbesuchern aus 51 Ländern. Die PSE Europe findet ab nun im Zweijahresrhythmus statt, das nächste Mal im Jahr 2019. 16 Industrieverbände unterzeichnen Positionspapier. Die deutsche Industrie hat ein branchen- und werkstoffübergreifendes Positionspapier mit dem Titel »Deutschland muss Leitanbieter für den Leichtbau werden« entwickelt, um die Politik zur Unterstützung aufzurufen. Der Leichtbau soll in der neuen Legislaturperiode zu einem der zentralen industrie- und innovationspolitischen Themen werden, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern, so die Unterzeichner. Beteiligt sind unter anderem Kunststoffland NRW, Composite Germany und Konzerne wie Volkswagen. Arburg investiert in Lossburg. Am 13. Juli feierte Arburg die Grundsteinlegung für sein neues Schulungscenter in Lossburg. Mit dem mehrstöckigen Neubau, der eine Nutzfläche von 13.700 Quadratmetern umfasst, investiert das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag in seinen zentralen Standort. Dessen Gesamtnutzfläche wird sich damit auf rund 180.000 Quadratmeter erweitern. Das waren die Plast-TV News für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.